Hallo, Entschuldigung, dass ich so reinplatze. Ich hätte splitternackt sein können. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Oder auch nicht. Wie heißt du? George. Und du? Melissa. Willst du mich retten? Melissa? Melissa Butley? Woher kennst du meinen Namen? Dein Vater stampft draußen die Straße auf und ab. Wie Godzilla, bloß schauriger. Daddy? Oh Gott, doch nicht wirklich. Oh Gott, er ist es. Oh, er macht mich noch wahnsinnig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Irgendwie erinnerst du mich an jemanden, aber ich komme nicht drauf, an wen. Vielleicht waren wir in einem früheren Leben ein Liebespaar. Weißt du was? Unter dieser spröden Schale bist du genau mein Typ. Zu deinem Vater. Du arbeitest doch nicht etwa für ihn. Nein. Schade. Wenn du unser Gärtner wärst, käme ich sofort heim. Dein Vater macht sich nur Sorgen um dich. Er will nicht, dass ich erwachsen werde. Aber er hat keine Chance. Schon passiert. Und es macht Spaß. Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Naja, eigentlich nicht. Interessant. Du bist also durchgebrannt. Sozusagen. Dein Vater ist ein richtiges Ungeheuer. Ach wo, er ist sanft wie ein Kätzchen. Wirklich? Ja, wie ein tollwütiges Schaum-vor-dem-Mund-Tiger-Kätzchen. Ist dir hier in Glastonbury irgendetwas Seltsames aufgefallen? Nur die Einwohner. Vor dem Pub steht ein Mann, der eine Fernsehshow für die BBC macht. In England machen wir keine Shows, George. Wir machen Sendungen. Warst du bei der Wahrsagerin ein paar Häuser weiter? Was sollte die mir wohl sagen? Dass ich einen Mann mit Riesenschnurrbart und doppelläufiger Flinte treffen werde? Er hat doch nicht wirklich eine Flinte, oder? Aber klar, Daddy ist ziemlich altmodisch. Hoffentlich bringt der Tristram nicht um. Ha, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Kennst du eine gewisse Lady Piemont? Tante Clarissa? Klar kenne ich die. Nette alte Haut. Woher kennst du sie? Ich habe sie vor ein paar Jahren in Paris kennengelernt. Bestimmt war sie wieder mal auf Männerfang. Apropos, du und Tante Clarissa, habt ihr etwa... Nicht mein Typ. Nein, du hast doch nicht diesen gehetzten Blick, den ihre Eroberungen sonst haben. Erkennst du die? Das ist eine der Torpostkarten aus dem Laden unten, oder? Die hat mich ursprünglich hierher geführt. Sagt dir der Name Bruno etwas? Ja, Tristram hat ihn erwähnt. Er hat vor mir in diesem Zimmer gewohnt. Woher kennst du Tristram? Ich habe ihn auf dem Festival kennengelernt. Aha. Er hat mir seine Gedichte vorgelesen. Den Rest brauchst du mir nicht zu erzählen. Dann hat er mich eingeladen, hier bei ihm zu wohnen. Und ich bin eingezogen. Armes Kind. Ist es ernst mit dir und Tristram? Tristram ist einmalig. Immer wenn ich an ihn denke, werde ich ganz... Du weißt schon. Das arme Ding war auf Tristrams Lügen reingefallen. Ich durfte nicht zulassen, dass er ihr Leben ruinierte. Irgendwann würde sie die Wahrheit sowieso herausfinden. Hör zu, Melissa, du kennst mich zwar kaum, aber manches ist leichter zu ertragen, wenn es von fremder Seite kommt. Oh, ist das ein Versprechen? Es geht um die Gedichte. Sie sind gar nicht von Tristram. Er hat sie alle abgeschrieben. Ja, klar. Was? Das wusste ich schon längst. Was? Für wie blöd hältst du mich? Naja, ich dachte, er hat dich reingelegt, dir das Blaue vom Himmel versprochen. Du bist einfach zu süß, George. Gibt's dich wirklich? Du willst mich retten wie ein Ritter in leuchtender Rüstung. Naja, ursprünglich hatte ich das nicht vor, aber dann bot es sich an. Ach, ich könnte dich überall abküssen. Hey, langsam. Denk an das Genfer Abkommen. Wer braucht's? Ich nehme sowieso keine Gefangenen. Das glaube ich. Seit wann weißt du über die Gedichte Bescheid? Von Anfang an. Ich habe meine Doktorarbeit über irische Dichter des frühen 19. Jahrhunderts geschrieben. Du musst sehr begabt sein. Kannst es gern ausprobieren. Ha, und Tristram hat keine Ahnung? Dass ich Bescheid weiß? Nein. Wozu Diskussionen über Urheberschaft, wenn man eine gute... Ja, in der Tat. Aber alles hat ein Ende. Jetzt, wo mir Daddy auf der Spur ist, muss ich ihn wohl verlassen. Du hast nicht zufällig Lust auf ein Wochenende in Acapulco? Lust schon, aber mein Visum für Acapulco ist gerade gestern abgelaufen. Was haben Sie gemacht? Ich habe mich mit Melissa unterhalten. Dies ist ein Privathaus, dazu hatten Sie kein Recht! So wie Sie kein Recht hatten, das arme Mädchen mit geklauten Gedichten zu verführen. Sie hatten kein Recht, sich einzumischen! Sie hat ein Recht auf die Wahrheit. Oh nein! Haben Sie ihr etwa von den Gedichten erzählt? Auf einer Lüge kann man keine Beziehung aufbauen. Ich muss mit ihr reden.
Davon rate ich ab. Sie muss erst mal ein bisschen allein sein. Und dann zieht sie zu Freunden. Dass er es war, der in Wirklichkeit reingelegt worden war, bereitete mir ein diebisches Vergnügen. Eigentlich ist es meine Pflicht, Melissas Vater über sie zu informieren. Er muss erfahren, dass sie sie da oben verstecken und ihr das Herz gebrochen haben. Tun Sie das nicht, das arme, unschuldige Kind. Tun Sie ihr das nicht an. Er sollte es erfahren. Bitte, oh Gott, nein, tun Sie das nicht. Er bringt mich um. Sie brechen mir das Herz. Andererseits... Ja? Was? Wenn Sie mir erzählen, was ich wissen will, vergesse ich, dass Sie einen Gast haben. Erpressung war eigentlich nicht mein Ding. Und auf einmal war ich mir nicht so sicher, wer hier wen an der Nase herumführte. Also gut. Erzählen Sie mir jetzt etwas über Bruno? Er war hier, aber er ist nicht mehr da. Eines Nachts ist er verschwunden. Hat er irgendetwas dagelassen? Er war in Eile. Er hat seine paar Habseligkeiten in seine Tasche gepackt und ist abgezischt. Er muss irgendetwas dagelassen haben. Nichts von Belang, glauben Sie mir. Briefe, Notizen, eine Telefonnummer? Nein, er hat alles mitgenommen, außer... Aha, er hat also doch etwas dagelassen. Ja, aber was nützt Ihnen eine alte Shorts? Shorts? Zeigen Sie her. Die habe ich in der Wäsche gefunden, als er schon weg war. Haben Sie sie untersucht? Nein, wofür halten Sie mich? Wunderbar. Na los, her damit. Sie sind ja pervers. Worauf warten Sie? Oh Mann, das sind doch keine Shorts. Doch, natürlich. Nein, das sind Boxershorts. Was sind Sie? Eine Art Unterwäschedetektiv? Ach egal, auf jeden Fall nehme ich sie. Igitt. Tja, das sage ich auch immer. Es hätte nicht gut ausgesehen, nach oben zu gehen, wo doch Melissa angeblich mit ihrem gebrochenen Herzen allein sein wollte. Die Unterhose gehörte Bruno. Ich wollte sie nicht allzu gründlich untersuchen. Da bin ich wieder. Okay, hier ist eine weitere Silbermünze. Lassen Sie gut sein. Was haben Sie für mich? Schnell! Jetzt legen Sie so richtig los, wie? Das Portal zur anderen Seite steht offen. Beruhigen Sie sich. Sehen Sie nie die Wiederholungen von Twilight Zone? Hochmut kommt vor dem Fall. Das sagt Rod Serling immer. Ich möchte, dass Sie sich eine Boxershorts ansehen. Moment mal. Versuchen Sie hier ja nichts Unanständiges. Nein, im Ernst. Sie sollen sie auf diesen psychischen Hokuspokus hin untersuchen. Sie gehört nicht dem Mann von vorhin? Nein, es sei denn, die beiden haben sich alles geteilt. Gut. So etwas möchte ich nämlich nie wieder erleben. Nie. Also gut. Das Kleidungsstück, bitte. Spüren Sie was? Abgesehen von Übelkeit? Nein, bedauere. Oh, nein! Was? Was? Die Flammen! Nein! Madame Zazie! Zazie! Sie war ohnmächtig geworden. Allerdings muss ich zugeben, dass Frauen auch bei dem Anblick meiner Shorts schon so reagiert haben. Wenn sie recht hatte, schwebte Bruno in Lebensgefahr. Ich musste schnell handeln. Aber wie? Ich wusste nicht einmal, wo er war. Zum Glück bekam ich einen Hinweis. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich bin kein Psychiater, sondern Dichter. Es ist mein Ernst, es brennt.
Jemand ist in Gefahr. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schon gut. Ich habe die Seele eines Dichters, aber das Herz eines Löwen. Nach Ihnen. Großartig. Danke, Eamon. Gern geschehen. Schade nur, dass kein Kamerateam da war, um eine Heldentat zu filmen. Den Rest schaffe ich allein. Sind Sie sicher? Ich rufe die Feuerwehr an. Und dann kümmere ich mich um diesen diebischen, dämlichen Hippie. Hey, Sie da! Halt! Kuttenträger. Ich kann Sie nicht ausstehen. Aber ich hatte keine Zeit, ihn zu verfolgen. Wenn Sazi recht hatte, wollte man Bruno noch vor seinem Ableben einäschern. Hörte ich jemanden husten. Hey, ist da jemand? Sagen Sie etwas! Hier bin ich! Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Ich komme! Den armen Kerl, Bruno, wie ich vermutete, hatte man gefesselt und den Flammen überlassen. Ist alles okay? Können Sie laufen? Ich glaube schon. Gut, kommen Sie. Hier stürzt gleich alles ein. Kommen Sie, wir müssen hier raus. Kopf einziehen. Kann ich den Kopf wieder rausziehen? Mann, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Ich danke Ihnen. Ich stehe in Ihrer Schuld. War mir ein Vergnügen, Bruno. Sie heißen doch Bruno, oder? Jetzt muss ich aber weiter. Moment, wir sind uns doch schon mal begegnet. Ich kenne Sie. Sie kennen zwar meinen Namen, aber ich kenne Sie nicht. Wo kommen Sie her? Aus einem kleinen osteuropäischen Land. Sie könnten den Namen nicht einmal aussprechen. Moment, jetzt weiß ich's wieder. Es war im Foyer vom Hotel Ubu in Paris. Sie sind Ostwald, der Nobelpreisträger. Ach du meine Güte, Stoppard! Sie gehören zu den Neotemplern, Sie Mistkerl! Nein, ich habe die Neotempler verlassen, glauben Sie mir! Sie sind böse und der Großmeister ist ein Lügner! Zuletzt hatte ich Bruno gesehen, als ich gegen eine Bande Wahnsinniger kämpfte, die sich Neotempler nannte. Das Ganze hatte böse geendet, in Saint-Nignan. Und es stimmte, letzten Endes hatte Bruno nicht auf der Seite der Schurken gestanden. Angenommen, ich glaube Ihnen. Wer verfolgt Sie jetzt? Der Orden der Neotempler wurde nur geschwächt, nicht zerstört. Nun wollen Sie sich an Ihren Feinden rächen. In Ihren Augen bin ich ein Verräter. Sie kennen weder vergeben noch vergessen. Tja, mich haben Sie wohl auch von Ihrer Weihnachtskartenliste gestrichen. Ah, Colonel, alles geregelt? Noch nicht, aber gleich. Ich hole gerade die Flinte. Wer war der Freak in der Mönchskutte? Ich weiß nicht. Vielleicht gehört er zu Susarros Männern. Susarro. Sie kennen ihn? So gut wie jeden Fremden, der versucht, mich umzubringen.
Warum interessiert sich Susaro für den Kongo? Den Kongo? Ja, dort habe ich eine Postkarte von Ihnen gefunden. So habe ich sie aufgestöbert. Natürlich, mein Freund Dudley Chumley. Sie meinen Cholmondeley? Nein, nein, Chumley. Er kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Das bleibt ihm in Zukunft erspart. Susaro hat ihn vor mir gefunden. Was war mit Cholmondelis Maschine? Hat sie wirklich funktioniert? Armer Dudley. Oh ja, seine Maschine funktionierte. Aber nur an jenem Ort, nirgendwo sonst auf der Welt. Warum gerade dort? Wie in Saninjan gibt es dort eine Konzentration der Erdkraft, der geomantischen Energie. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem man die stärkeren Kraftkonzentrationen aufspüren kann. Und Susaro sucht ebenfalls nach den Kraftquellen? Aber natürlich! Ich blicke bei dieser Geomantie nicht durch. Stellen Sie sich die Erde als ein Lebewesen vor, das von Energie durchströmt wird. Über sowas wie Kraftlinien? Es sind Kraftlinien. Die Chinesen nennen sie Drachenlinien. Und was hat Susaro mit dieser Kraft angestellt? Es gibt einen Ort, den Drachentempel. Dort ist es möglich, die Kraft zu bündeln und ungeheuer zu verstärken. Wo ist dieser Tempel? Sein Standort war lange unbekannt. Aber ich glaube, Susaro hat ihn gefunden. Susaro wollte also die Kraft dieses Ortes im Kongo nutzen. Nein. Die Gegend war kaum erschlossen und Dudley hatte die meiste Kraft bereits verbraucht. Aber das wusste Susaro. Er zapft an solchen Orten nicht einfach Kraft ab. Er hat andere Ziele. Woher wissen Sie das? Er macht die Erde krank. Sie haben doch sicher von den Flutkatastrophen und Erdbeben gehört. Dahinter steckt Susaro? Das sind Nebenwirkungen seines Tuns. Alle 12.000 Jahre erreicht die Erdkraft einen Höhepunkt. Das ist ihr natürlicher Zyklus. Aber Susaro verändert den Zyklus irgendwie und bringt dadurch die Erde in Gefahr. Ich fürchte, er hat den Drachentempel gefunden und aktiviert. Susaro sieht nicht sehr gesund aus. Er hat zu lange mit der Kraft herumexperimentiert. Anfangs hat sie ihn gestärkt. Aber jetzt ist er nur noch ein alter, sterbender Mann. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein um den Erfolg, sondern ums nackte Überleben. Wie hat Susaro die Herrschaft über den Neotempler erlangt? Der Tod des Großmeisters stürzte den Orden ins Chaos. Susaro hat die Herrschaft schnell an sich gerissen. Wer sich ihm entgegenstellte, war binnen einer Woche tot. Also ist Susaro der neue Großmeister? Ja, obwohl er sich nicht so nennt. Er mochte noch nie das Templer drum und dran. Jetzt nennt er das Ganze den Drachenkult. Und alles dient nur einem Ziel, seiner Macht. Macht wozu? Na allem, Stobart. Was immer er will. Und was führt Sie nach Glastonbury? Ich war in Paris. Dort ist eine große Kraftkonzentration. Susaros Männer haben mich entdeckt. Ich konnte mit knapper Not fliehen und kam hierher. Wieso nach Glastonbury? Dieser Hügel, der Tor, ist ein wichtiges Kraftzentrum. Darüber gibt es unzählige Legenden. Wussten Sie, dass der heilige Michael dort oben einen Drachen getötet hat? Naja, aber man kann doch nicht alles glauben, was man liest, oder? In dem Fall schon. Es stimmt. Susaros Männer sind Ihnen offenbar hierher gefolgt. Ja, Susaros Arm reicht weit. Warum kommen Sie nicht mit mir nach Paris? Susaro hat Spione in Paris. Dort wäre ich in Lebensgefahr. Finden Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Senor Susaro zum Kampf herauszufordern? Stobart, Sie allein können den Drachenkult nicht aufhalten. Die Neotempler habe ich schließlich auch aufgehalten, oder? Warte, wenn ich dich in die Finger kriege. Meine kleine Lissy verführen, ja? Ich bringe sie um. Sie Flegel. Gewalt ist keine Lösung. Oh doch. Manchmal schon. Ah, ah, ouch! Ah, nicht ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! Daddy, nein! Probleme? Ach, nur eine wilde Party. Wir sollten nicht uneingeladen reinplatzen. Zwei Tage. Verloren. In einer stinkenden Zelle aufgrund erfundener Anschuldigungen. Wenn ich diesen blöden Bullen noch einmal sehe...
Ja, Alcatraz, mit wem möchten Sie sprechen? Nico, hier ist Candace. Wo bist du gewesen? Bei Freunden. Der Chef sucht dich. Danke für die Warnung. Kannst du ihn mir vom Leib halten? Ich versuch's. Danke. Bis dann. Ciao. Ich hatte immer noch nicht herausgefunden, was an dem Toten so besonders war. Vielleicht sollte ich meine Nachrichten abhören. Sie haben neue Nachrichten. Guten Tag, Mademoiselle. Ich habe ein wichtiges Stichwort für Sie. Dachtraufen. Wann haben Sie das letzte Mal Ihre Dachtraufen überprüft? Das dachte ich mir. Also, ich vertrete die Firma Dichte Dachtraufen. Und ich möchte Sie über unser Dachtraufen-Dichtungsprogramm informieren. Wir gewähren 50% Nachlass auf alle Dachtraufendichtungssets, die vor dem Monatsende bestellt werden. Denken Sie daran, Ihre Dachtraufen sprechen Bände. Dachtraufendichtungssets von Dichte Dachtraufen. Sie brauchen nicht anzurufen, ich rufe zurück. Nico, hier spricht Ihr Chefredakteur. Kennen Sie mich noch? Wo zum Teufel stecken Sie seit 2 Tagen? Was soll der Quatsch? Von wegen verhaftet? Rufen Sie mich an, sobald Sie die Nachricht hören. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ich fragte mich, ob André wohl irgendeine Idee hatte. André Lobineau. Hallo André. Nico, wo zum Teufel hast du gesteckt? Ich versuche seit 2 Tagen, dich zu erreichen. Ich bin verhaftet worden. Was? Spinnst du? Was ist passiert? Ich war 2 Tage lang ohne jede Anschuldigung eingesperrt. Und dann haben sie mich ohne Entschuldigung freigelassen. Hoffentlich ist die Spur noch heiß. Was hast du jetzt vor? Ich suche nach weiteren Hinweisen, was sonst? André, ich muss mich wieder auf die Suche machen. Vielleicht sollte ich telefonieren. Ich sollte mich bei meiner Zeitung melden. La Liberté, guten Tag. Hallo Candace. Ist er da? Er hat wieder eine Besprechung. Er hat mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Ich sag ihm, er soll dich anrufen, wenn er Zeit hat. Bis dann. Ich hatte keine Zeit zum Fernsehen. Die Clownsnase war ein Indiz, das George und ich mal gefunden hatten. Immer wenn ich sie berührte, musste ich an ihn denken. Ich überlegte, ob ich die Wohnung verlassen sollte. Und beschloss, zu Vernons Wohnung zu gehen. Sie hat eine Menge Fragen gestellt, seltsame Fragen. Wenn du mich fragst, war sie keine Journalistin. Sie weiß, dass du Zeugin bist, nicht, dass ich dich erschrecken möchte. Du hast recht. Ich habe gesehen, wie sie in die Wohnung des armen Jungen ging.
Dann habe ich die Schüsse gehört. Ich weiß nicht, wie du nachts schlafen kannst. Die Tür war verschlossen und ließ sich nicht öffnen. Bonjour. Bonjour, Mademoiselle. Ich dachte, man hätte Sie verhaftet. Ich wurde wieder freigelassen. Ich habe ihn ja nicht umgebracht. Du hast dich geirrt, Edith. Oh nein, das glaube ich nicht. Die Frau, die Sie gesehen haben... Sie steht vor mir. Erinnern Sie sich an irgendwelche Einzelheiten, die hilfreich sein könnten? Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Warum soll ich es Ihnen sagen? Weil man versucht hat, mir den Mord anzuhängen. Ha! Wofür halten Sie mich? Eine Figur in einer Detektivgeschichte? Sie hat einen furchtbaren Schock erlitten. Da ist sie nicht die Einzige. Sie hat mir etwas erzählt, was sie bei Vernon zufällig mit angehört hat. Erzählen Sie weiter. Das könnte wichtig sein. Er sagte, die Kraft wächst und er sprach von einem Manuskript. Hilft das vielleicht? Womöglich. Danke. Hallo. Bonjour. Meine Freundin ist ganz außer sich. Sie ist außer sich? Ich wurde fast umgebracht, nicht sie. Die Tür war abgeschlossen. Ich hörte nichts. Es war die Tür zu einer Nachbarwohnung. Die Tür war fest verschlossen. Das Fenster war jetzt fest verschlossen.
Ich hörte nichts. Die Tür war abgeschlossen. Der Spalt war zu schmal für die Karte. Das würde ich auf keinen Fall tun.